Larissu, nam potrzeba oswobodzić spadny acz posta, a z was budziec sajawiciel. Was Danieza, perewozku zakrutników na robotni łagra, aż do stawica perewozku kontrabandu na policejku bazu. Powicica szuplicka u Wlada, a dokupić instrumentów, niedimie dla waszej służy. Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Contraband Police. Und ja, wie wir letzten Folge schon erfahren haben, dürfen wir heute mit dem Polizeiauto da vorne unsere Gefangenen abtransportieren. Dabei ist natürlich auch wieder Tobi. Ins Gulag. Ja. Wir dürfen uns einmal arbeiten, ne? Guten Tag, wie war es vom Ausbruchsplan, von dem ihr letzte Folge noch geredet habt? Aus dem wird nicht mehr so viel, weil bei mir konnte es nicht mehr ausbrechen. Kurz ist mein Arbeitslager. Ja, Moment, ich muss noch meine Schmuggelware holen aus dem Lager. Ja, die kann ich auch mit einer Polizeistation abgeben. Nicht deine Schmuggelware, die beschlagnahmte Schmuggelware. Ja. Du weißt, wie ich das meine. Ja, das Auto so passt ja. Muss ich nicht den Mechaniker nehmen. Weißt du, an sich sind schon meine Spucke. Weil sie immer ohne Leinen ziehen. Nee, natürlich nicht. Die Lichter. Achso. Ich muss die Schmuggelware noch hinten im Kofferraum reinpacken. Hier habe ich noch eine Axt. Lass sie doch mal da drin. Vielleicht brauchst du die dann für irgendwas. Ja, die eine Axt würde ich auch mal wegpacken. Ich muss jetzt nicht zwei Äxte und so. Nee, ich pack die einfach hier, zack, ins Inventar nach hier hinten. Ne? Das hören wir im Radio, der ist ja überall. So, da ist das Arbeitslager. Wir sind hier, das heißt, wir biegen einmal ab vom Grenzposten weg und dann einfach die Straße runter. Okay. Dankeschön. Gut, würde ich sagen, einmal Auto fahren. Das ist natürlich unpraktisch. Ach, nie tapto! Listo, acz Astanowa Burma, proklaczku te Trievo, acz my nie tam przejedzi dzielo. Pochwyć ta topornik z Lugatnictwa, acz zbywać ostalej obstory. Ja, ich habe die andere Achse angepackt, die wir da liegen hatten, ne? Von so einem Tisch letzte Folge, deswegen. Koroszno, pierejno, acz powrotnik. Okay, oh, so nice. Funktioniert eine Axt also. Man kann auch in der Baum gespawnt einfach. Interessant. Ah, hier sind wir doch. Karikatka Labor Camp. Das klingt doch sehr gut. Ah, können Sie im Steinbruch arbeiten? Otlikso. Eto mestie. Stanowka Nażnej Dambra, aż wydacie rozkaz, perewozku wsiem zakrutników, Nażnej poszli ku maszynu. Atajcie, Warishu. Meno miano, Starszina Manalow. Et kontroluje ti diura. Adat szas każe partia nikli sprawku ać braćta. Nasze wyskalka robotsu lejno obarstnie. Das finde ich auch arbeitsentspannend, wenn man einfach keine Gerichtsprozesse macht, sondern einfach die direkt in ein Arbeitslager schickt. Macht natürlich alles einfacher, oder? Was? Ja. Also, finde ich sehr, sehr effektiv. Genauso wie, dass ich dafür $200 bekomme. Hast du die Schmuggelware auch? Nee, die kann ich nicht abgeben. Achso, das ist ja nur die Gefangenen abgeben. Deswegen, ich glaube, das wird die noch woanders abgeben. So, und hier ging es nach Platzshop einmal. Natürlich unpraktisch jetzt. Ist ein bisschen unpraktisch. Dann ist gerade irgendeine Scheibe kaputt gegangen. Ja, meine Frontscheibe ist im Arm. Ah. Sag ich ein bisschen Windzug bei der Fahrt. Da sind wir doch auch schon. Healthy Secrets. Das klingt interessant. Und natürlich kalten Wodka.
Eto vas budro na ševinu vočka komandiri ač gomdra. Meno mjano Vladimir Nimcuk. Zato padrodniki Gavrič maja vlad. A ja se lud snego instrumentu, a ružniki eto lično naboj. Hopta veduraš obarstnej, hada roznikov. Ja, Waffen und Munition ist gut gesagt. Also, wir haben eine Mistgabel, wir haben eine Axt, wir haben ein Brecheisen und ein Schnappmesser. Wir haben noch eine zweite Axt. Das heißt, ich würde mir ein Messer kaufen. Kampfmesser, das ist schon teuer. Ich würde sagen, ich würde mir ein Schnappmesser holen, oder? Ja, keine Ahnung. Das andere hält dann dafür halt vielleicht länger. Ja, hier stehen ja die Specs dran, also. Einfach, das ist einfach krasser und hat eine längere Haltbarkeit. Ich glaube, unten müsste Haltbarkeit sein, oben ist dann einfach halt, wie krass das ist. Mhm. Deswegen. Ein Schnappmesser. Ansonsten das Einzige, was wir nicht haben, ist ein Schlagstock. Brauchen wir einen Schlagstock? Ist wir ja wollen nicht. Wir wollen ja keine Gefangenen verhauen. Und das Brech ist aber nur, wenn man in der Karosserie vielleicht was aufheben will, weil die meinten ja, auch im Kotflügel so könnte Schmuggelware sein, deswegen. Würde ich sagen, sollte es einfach reichen, wenn wir noch einen Schnappmesser geholt haben, oder? Ja. Eto atabarsti, Teresin. Jo, tschüss. So, und unser letzter halt die Polizeistation. Hier gibt es die Schmuggelware. So, hier haben wir eine Polizeistation. Ui. Odlično. No, pošet gvarit s oficerem Novokovem, ač prekažni je vo vsem zobranu kontrabandu. Eno, takože as možno povzjač vse za posredstvo, a ja pozmišljal vas ni te vam avaju. Meno mjano Nabokov, et madro lida ač magazin. Mem binica, vsem bronjezi, turo ilo ač meno. Vas ne ta pomskaju, a da se lutemu adrovni. A da? Obarsna robotca. Was pochwytieli adrowni kontrabandu. A wie pierwszeli ecz maszino, ać powartnicka ja, ku kontrol gondry. Jej, jetzt sollen wir wieder normal arbeiten, ne? Wir werden wieder kontrollieren und neue Schmuggelware und neue Gefangene holen. Aber das ist auch schön, wir werden hier auch per Provision bezahlt. Das heißt, wir kriegen für die Gefangenen, für die Schmuggelware auch noch Geld, wenn wir die abgeben. Nice. Ein extra Anreiz, dass wir die Kamera auch ja wirklich festnehmen und nicht unser Bestechungsgeld annehmen. Ne? Hoffentlich kann man das Auto irgendwann nochmal reparieren. Ja. Der meinte vorhin, bei dem Mechaniker kann man. Okay, aktuell nicht, aber irgendwie meinte er vorhin, man kann da Auto auswählen und Reparaturen machen beim Mechaniker. Okay. Das reicht für einen Tag. Genug gearbeitet heute. So, wir haben $135 gemacht. Sehr gut. Da waren jetzt gerade noch extra Punkte, also habe ich gar nicht geguckt. Was waren das jetzt noch? Das letzte war mit der Sparnis. Spritkosten. Nee, die Spritkosten oder sowas. Irgendwas Kosten war da noch. Ja, ich habe allgemein Unterhaltskosten. Nee, klar, die waren. Das waren aber letztes Mal nur 2 Punkte. Ja, komm, Mitarbeiterkosten und Unterhalt. So, heute gibt's Leute, die Waren transportieren wir ins Land. Also dürfen Warenkontrollen machen. Die hatten wir in der Demo damals auch schon. Dass er dann kontrollieren durfte, ob die auch alle die richtigen Waren und so. Guck mal vorher ins Schmugglerbrett, wer. Was heute dran ist. Genau, und hier haben wir noch Einreisebestimmung. Frachtbrief. Mit Wirkung in das Verkehrsministerium die Vorschriftförderung von Gütern. Jeder Fahrer in der Besitz von Waren muss einen Transportbrief haben. Jede Unstimmigkeit in Unterlagen, Verweigerung der Einreise. Das heißt, wenn irgendwas falsch ist in den Papieren, direkt wieder abwinken. Okay, und wir haben einen Schmuggler aus dem Königreich Erkai. Guten Tag, die Dokumente bitte. Dankeschön. So, der kommt aus Akaristan. Ja, das scheint mir alles zu passen an Daten, oder?
Ja, genau. Jetzt kommt nur noch der Frachtkrieg hinzu als Kontrollgremium. Das tun wir dann gleich uns hinten in der Anschauen. Die Sicht sieht auch so aus. Ah, die können dann wahrscheinlich dann notieren, welche Waren wir gefunden haben hinten im Kofferraum und dann mit dem Frachtkrieg vergleichen. Also einmal alles notieren, was wir hier hinten finden. Gut, haben wir noch irgendwas hier hinten, was ich übersehen habe? Ich glaube nicht. So, jetzt einmal hier, genau, bestätigte Fracht. Zement 10-mal. Ich gehe mal wieder die Liste ab. Gasherd 3-mal, check. Zement 10-mal, passt. Benzinfass fehlt. Toilette fehlt auch eine. Toilette 2-mal, habe ich nur eine. Seife 1-mal, Kühlschrank 2-mal. Also eine Toilette und ein Benzinfass. Habe ich was übersehen, oder? Oben drauf steht das Benzinfass. Und das zweite Klo fehlt, ne? Genau, jetzt redet er mit uns rüber, also scheint wirklich alles jetzt kaputt zu haben. Das heißt, aufgrund der fehlenden Toilette ist der Frachtbrief falsch. Und dadurch darfst du nicht rein. Ihr fehlt eine Toilette. Ja, sie haben leider eine Toilette zu wenig an Bord. Tschüss. Guten Tag, der Herr mit dem Pipi-Bus. Иногда вам нужно распределить грузков для контрольный лепер до братья эт крювку продумятки. Вы вряд ли вашего грузков писотника эт лично всем грузку продумятки, абы мы скриптовать его на контрольная грузку в зона. Na gut, das werden wir gleich machen. Erstmal hier überprüfen wieder alles. So, der Name stimmt. Oh! Königreich von Erkai. Na, sie meinen. Es wird nur eine verdachtsunabhängige Intensivkontrolle geben. Und das Bild. Wieso hat er radioaktive Materialien dabei? Das ist eine sehr gute Frage, ist mir gerade auch aufgefallen. Wir hinterfragen es nicht, wir kontrollieren es nur. Was willst du von mir? Wir laden einfach mal alles aus. Wir haben diese Gasherde dabei. Oh, ist denn hier was Weißes drauf? Ich hab mich auch schon gefragt. Na, ist Grafikfehler wahrscheinlich. UV-Licht. Ja, ich weiß. So wird's sein. Erstmal machen wir noch die Kontrolle kurz. Gasherd 3-mal. Düngemittel 5-mal. Apfelkiste 3-mal. Radiotierhörnerin 2-mal. Toilette 1-mal. Ja, das haut hin. Bisher ist alles in Ordnung. Dann, sie haben sich für eine verdachtsunabhängige Intensivkontrolle qualifiziert. Musst du vielleicht erst Quest machen? Warte, also, kannst du sie zählen oder nach Schmuggelware? Okay, dann suche ich mal nach Schmuggelware. Weil gezählt habe ich ja schon. Ganz rundherum gehen. Ist natürlich noch Schmuggelware in den Dingens hier oder was? Naja, ich denke ja. Da, zack. Ah, gut, jetzt wissen wir auch, woher die weißen Flächen kamen gerade eben. Okay. Ist fast auch noch. Brecheisen, um die radioaktiven Materialien zu öffnen. Das ist bestimmt sicher.
Das sieht sehr sicher aus, wenn man das so öffnet einfach. Den Rest noch kontrollieren? Nö, das Auto ist clean. Ecke im Fahrerhaus? Nö, ist auch nichts. Gut. Dann, Sie bleiben vor den nächsten Tagen mal hier. Jo, das werde ich tun. Kollege, Mama Freibirre. Was so faulig noch an. Gönn dir so jetzt. Was warst du? At Maduro. Gut. Keine Ahnung, wo das Zeug mal hinpackt, aber es wird schon richtig sein. So, die UV-Lampe wieder ausmachen. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Schönen guten Tag. Einmal die Dokumente bitte. Passt alles, würde ich sagen, oder? Mhm. Frachtbriefe. Dann jetzt noch die Fracht einmal kontrollieren. So. Einmal chemische Erzeugnisse und einmal Gasherd. Dann würde ich sagen, Sie können rein. Schönen Tag noch. So muss es laufen. So muss es laufen. Nächster. Das ist auch der letzte für heute. Ah, perfekte Inspektion. Sehr gut. Schönen guten Tag. Adaije. Die Papiere bitte. Ja, du kriegst natürlich zurück. Ich werde nur kontrollieren. Gut, dann geht's an die Fracht. Muss wahrscheinlich ausladen. Ja. Ja, ich muss ja nachzählen, ob es auch richtig viele Heuballen sind. Nicht, dass sie hier Heuballen schmuggeln wollen oder sowas. Es geht ja nicht, dass sie Heuballen schmuggeln. Oder? Ja, 9 Heuballen. Sind noch irgendwo welche? Ich sehe keine. Weil auf dem Frachtbrief stehen 11. Guck noch mal rein. An der Decke? Nee. Haben Sie noch irgendwo 2 Heuballen? Hier drinnen zufällig? Nee. Ja, dann tut mir das leid, aber Kontrollbericht. Frachtbrief stimmt nicht. Sie können wieder einsteigen. Sie mussten hier aussteigen. Ja, du bist rein, deswegen ist er ausgestiegen. Ja, ich weiß schon. Was suchst du denn hier hinten jetzt? Hm? Machen wir mal die Fracht hier rein. So, hat aufgeräumt einmal. Und dann, für Sie, gibt's Ihre Papiere zurück, aber mit einem Verweigertstempel. Sie haben nicht 2 Rollbeine zu wenig. Ja, Ihre Tür da drüben ist noch offen. Ja, mach sie zu. Dann halt nicht. Die Luke hinten auch. Tschüss. Also, und hinten ist noch die Fracht offen. Der Name auf dem Frachtbrief war noch falsch. Aber gut, diesen letzten Tag der Ausbildung, den erleben wir dann erst in der nächsten Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen und ja, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss! Willst du auch noch Tschüss sagen? Tschüss!